Hallo, herzlich willkommen zurück zu Overlord. Wie wir uns recht erinnern, haben wir in der letzten Folge das Turmherz zurückgebracht und wir haben jetzt wieder genug Saft in unserem Turm, um uns zu teleportieren ins Hügelland, in dem wir einen Auftrag haben. Nämlich... Okay, ich bin anscheinend nicht... Da seid ihr ja. Herr, die Kreaturen hier sind sehr aufgeschlossen. Sie haben das Gebiet ohne Zweifel wieder bevölkert. Ja. Einige Schergen zusammen und dann auf nach Rauschigen. Was für ein widerlicher Name. Es gibt schlimmere Namen, aber ja. Los! Oh. Mir ist aufgefallen, dass ich wollte schon wieder Vasallen sagen. Unsere Schergen sagen Position halten, wenn sie vorrücken. Ich schätze, das ist eine Art defensiv-aggressiv zu sein, oder andersrum. Und? Hier kam der weitere Helme? Nein? Nein? So, wir haben eine schöne Formation an Kürbisköpfen, Typen mit Helm und einer hat sogar irgendwie eine Art improvisierte Lederkleidung organisiert. So. Wir haben 12 Braune in Reserve. Und ja, natürlich wissen wir, wie es weitergeht. Wir könnten auch noch ein paar Kürbisse organisieren. Na, erstmal nicht. Erstmal gehen wir über diese schöne improvisierte Brücke und räumen die 10er-Säule aus dem Weg. Natürlich räume ich die nicht selber weg. Oh, die kleinen Racker sind schnell. Achtung, halt! Das sind keine Halblinge. Seht euch den mit dem Helm an. Das könnten 2 Halblinge in einer Rüstung sein. Ja, garantiert. Ich traue diesen miesen kleinen Typen nicht. Ihr da, beweist, dass ihr keine Halblinge seid und befreit unsere Leute aus dem Lager dort unten. Wenn ihr noch welche seid, bleibt wo ihr seid. Ich ziele. Seit Lord Rauschingen weg ist, sind wir die letzte Verteidigungslinie. Wenn wir sie reinlassen, sind wir schneller in einem Arbeitslager, als wir Kaffeekränzchen sagen können. Haut ab! Zeigt uns, dass ihr nicht so ein Feigling seid wie Lord Rauschingen. Und versucht nicht so elend zu sterben wie er. Wenn ihr rein wollt, okay, müsst ihr uns beweisen, dass ihr nicht so ein zu kurz geratener Irrer seid. Haut ab! Ja. Zeigt uns, dass ihr nicht so ein Feigling seid. Nach dem Feld! Gierige kleine Halblinge, wendet den Feuerballzauber auf den Weizen an und röstet sie wie Spanferkel. Oh ja, genau das hatte ich vor. Okay. Ah. Die Schreie. Jedenfalls... wird es jetzt leise und die Gegenstände, die die Halblinge bei sich hatten, sind doch viel schöner bei meinen Schergen aufgehoben. Und Geld. Geld haben die Halblinge. Als sie nur Gegenstände für meine Schergen hatten, waren sie nur kleine Ärgernisse, aber jetzt sind sie nützlich geworden. Diese Halblinge verlassen ihr Lager und gehen aufs Feld. Beziehungsweise bleiben da hängen. Alternativ geht das auch. Tanzt, kleine Halblinge. Oh, Geld für mich? Oh.
Ich glaube, ich... kann deren Kampfunterstützung auseinandernehmen. Nein, warte. Durch das sagen wir mal, von Unschuldigen, nehmt eure Vergerbtheit zu. So erhaltet ihr mehr böse Energie und wer wird stärker. Aber für einen langfristigen bösen Plan ist diese Vorgehensweise nicht geeignet. Dafür braucht ihr Menschen, lebende Menschen. Dankbarkeit zahlt sich jeden auch aus. Also ein wenig Pragmatismus, und ich glaube, dieser Mann war ein Bauer. Ich hatte ihn für einen Halbling gehalten. Kümmern wir uns um die Vasen. Vasen schreien nicht, wenn man sie auseinandernimmt, aber... ja, meine Kampfkraft geht auf 123% hoch. Kann ich diesen Typen anvisieren und ihn mit einem... nein, es wäre zu schön gewesen, wenn das auch so funktioniert. Von dem Sie gesprochen haben. Seid vorsichtig dort. Dies ist eine alte Blutgrube. Ihr könnt hier Schergen opfern, um eure Gesundheit zurückzugewinnen. Sagt euch nicht, eure Schergen sterben gern. Klasse. Wir können Schergen opfern, um Lebenspunkte zurückzugewinnen. Aber wir sind gar nicht verletzt. Noch nicht. Und ich bin mir sicher, es gibt noch andere Wege, wie man Lebenspunkte zurückgewinnt. Sehen wir uns zum Beispiel einmal das hier an. Ah, praktisch. Hier rüber kann ich also auch wieder zurück zum Turm gelangen. Komme darunter. Noch eine weitere Opfergrube. Hier. Ah nein. Wie praktisch. Mana-Gruben, Opfergruben. Aber eigentlich möchte ich die Kampfkraft meiner Schergen oben halten. Und hier unten gibt es vielleicht ein paar Vasen? Nein? Hier gibt es nur diesen Stein. Und da werden meine Schergen einfach nur traurig ertrinken. Später. Später holen wir uns das. Und bekommen 5 Schergen mehr, mit denen wir uns durch die Gegnerhorden kloppen können. Wobei ich dabei sagen muss... braune Schergen haben die nette Eigenschaft, dass sie sowieso als Hauptklopper der eigenen Truppe recht eigenständig sind. 17 Stück. Mit Mana steht's noch, ich kann einen Feuerball pfeffern, wenn's nötig wird. Und ich glaube, wir greifen zuerst diesen Turm an. Oho. Ein meiner meiner Schergen hat's erwischt. Na gut. 19. Ich weiß nicht, noch habe ich 2/3 Lebensenergie. Wenn ich weiter runtergehe, überlege ich mir es mit der Blutgrube, aber zuerst wollte ich keine Kampfkraft verschwenden. Weiterhin 121, weil wir ein paar Halblinge abgemetzelt haben. Okay, 10 Stück und hier befinden sich Pilze, Schafe und Kisten. Oho, ich wusste doch, dass es Alternativen gibt. Meine Schergen finden mir Mana-Tränke und vielleicht auch Heiltränke?
braune Lebensenergie. Nützlich. Und ich habe einen Blick auf die umgebende Landschaft. Die ist allerdings recht langweilig. Und einer meiner Schergen hängt fest. Nein, doch nicht. Da befindet sich ein Schwert, das ihr nur nehmen müsstet, wenn ihr da nicht festhinkt. Okay. Später. Zunächst einmal ein Sklavenlager. Gehen wir hinein. Und finden gleich ein Schön. Und ein Schild, ein Banner, das zum Gehorsam auffordert. Halblinge patrouillieren, halbe Portion und wir treffen auf einen Bauern. Ich habe Schwielen, meine schönen Hände. Ja. Mana-Tränke scheint es tatsächlich in großer oder zumindest anständiger Menge zu gehen. Mana wird mir so schnell nicht ausgehen. Weiterarbeiten, immer weiter. Angriff. Reißt diese Halblinge auseinander und nehmt ihre Waffen. So gefällt mir das. Außerdem verdampfen unsere Halblinge. Okay. Diese Steinwerfer scheinen ganz schön Schaden zu machen. Ich meine, deren Nahkämpfer machen zwar mir Schaden, aber momentan bin ich auch nicht so viel stärker als meine Schergen. Reißen wir den Eingang etwas weiter auf. Eine Sichel mitnehmen. So, diese Hälfte des Lagers steht leer. Oh ja, hier sind Kisten. Okay. Ich mag es, dass die Braunen immer, wenn sie einen Gegner bekämpfen, so einen Sturmangriff ausführen und auf den Gegner draufspringen. Ohne Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit. So. Ich schätze, damit ist dieses drehende Rad gesichert, aber wer weiß, vielleicht haben die Halblinge noch Verstärkung hier irgendwo. Na schön. Da drüben sind noch mehr Gefangene, aber sie werden von einem großen Troll bewacht. Einem großen Troll. Warum sollten wir sterben, wenn andere bereit sind, es für euch zu tun? Angst und Ehrfurcht können hilfreiche Güter sein, Herr. Ja, und eine Truhe, die hätte ich fast übersehen. Geld. Und Heiltränke. Damit war ich mit der alternativen Heilung also doch richtig. Okay. Was Metzeln angeht, reichen die Braunen. Aber sie werden von einem großen Troll bewacht. Ja, aber bevor ich den Troll bekämpfe, möchte ich meine Kampfkraft so hoch wie möglich schrauben. Braucht jemand eine Sichel? 30. Ich selber bin ein wenig verletzt und da sehe ich tatsächlich einen Troll. Ich dachte, das wäre nur ein fetter Halbling. Na gut. Ach du meine Güte. Okay. Er hat... Bruder gefressen. Oh.
das war nicht schnell genug. Da habe ich massiven Schaden erlitten. Okay, der Troll ist Geschichte. Aber die zwei Schergen hätte ich nicht verlieren müssen. Jetzt vier. Wäre da eine Möglichkeit, wie ich die Zeit langsamer laufen lassen könnte, einfach damit ich diesen Angriffen besser ausweichen kann? Ah, Heiltränke. Schön. Die Bauern hat's auch dahin gerafft, wie es aussieht. Und eigentlich möchte ich vermeiden, große Schergen zu verlieren, denn jedes Mal, wenn ich einen Kampf gewinne, kriegen meine Schergen so ein bisschen Ausrüstung von gefallenen Gegnern oder Truhen. Und dadurch steigt meine durchschnittliche Kampfkraft. Momentan 130% und ich glaube, man kann die auf bis zu 400% hochschrauben. Ein Kran, schön. Und damit hat sich unsere Expedition zum Kran gelohnt. Öffnen wir dieses Tor. Dann macht euch mal auf den Weg, Bauern. Schließlich sollen die Halblinge selber arbeiten. Und was erblicke ich da? Noch mehr Kisten. Hämmer. Schöne Sache. Eine kleine weitere Gruppe Halblinge. Tränke, Schätze. Ich schätze, hier wäre es durchaus gewinnbringend, wenn ich einfach noch ein bisschen rumlaufe und so viel versuche mitzunehmen, wie geht. Hämmer. Rüstungsteile. Bauern. Was liegt hier? Kann ich es durch diesen Busch sehen? Irgendeinen Gegenstand. Ein Hammer. Bewegen wir uns jetzt mit den Bauern nach Rausching. Und meine Truppe, bis auf den Kürbiskopf in der vordersten Reihe, sieht schon deutlich gefährlicher aus als gerade eben. Oh, Halblinge. So. Fehlt da irgendein Bauer? Bleiben die einfach nur so stehen? Egal. Die Stadt Rausching hatte für uns einen kleinen Dank vorbereitet und das sehen wir uns mal an. Bauern, die hier rumstehen. Bauern, die hier rumliegen. Brandgerodete Felder und
Da hatte ich doch noch ein paar Truhen gelassen, oder? Die sind wahrscheinlich jetzt weg. Und damit haben sich die Tore geöffnet. Gehen wir mal rein, schauen, was es gibt. Unsere Jungs sind in Sicherheit. Gut gemacht, Spylock. Dann brauchen die Leute auch diese Barrikaden nicht mehr. Schön zu sehen, dass jemand zur Abwechslung mal Spaß hat. Ein ziemlich wilder Haufen, nicht wahr? In Ruboria kennt man mich als Archibaldamus Methusalem Schmabbelbauch der Dritte. Aber hier bin ich einfach Archie. Die Zeiten sind schwer. Die Halblinge haben fast alle Farmen geplündert und plötzlich standen alle in Rauschingen vor meiner Haustür. Ich wurde Bürgermeister. Ich habe Getränke, ja, aber kein Essen für sie. So, ich brauche ein paar... tapfe Ritter, die den Halblingen das geschohlene Essen wieder abnehmen. Ihr Dorf liegt im Osten. Sie haben wohl alles dorthin gebracht. Geht! Ein voller Bauch für uns bedeutet volle Taschen für euch, wenn ihr versteht. Okay. Noch eine kleine Sache, die ich machen kann. Ja, meine Schergen können Bier trinken. Dadurch werden sie besonders stark und wild. Und... besonders schlecht für meine Öffentlichkeitsarbeit. Aber das scheint die Leute hier nicht groß zu stören. Deshalb machen wir eine kurze Pause in diesem erholsamen Ort und ich überlege mir, ob ich für den Kuhhandel mit diesem Bürgermeister ein wenig mit den Leuten kooperiere und ein bisschen Geld verdiene. Bis gleich!